Hallo liebe Sportfreunde, cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wollen wir eine Sportstunde rund ums Essen und Trinken machen. Also, auf geht's! Hey Sportikus, hallo? Wo kommst du denn her? Du hast was mitgebracht? Dann schauen wir mal rein. Ach, warst du einkaufen? Darf ich schauen, was du mitgebracht hast? Oh, eine Trinkflasche, ich stelle die hier hin, eine grüne Grapefruit, was zu essen, das trifft sich gut, oh, eine Banane, die ist gelb und oh, eine rote Tomate und oh, lila Weintrauben. Na, da bin ich ja mal gespannt, was man damit anfangen kann. Damit wollen wir heute Sport machen. Na gut, dann drückt mal schnell auf Pause und holt euch farbige Gegenstände. Es muss keine grüne Grapefruit sein oder rote Tomate. Holt euch vielleicht ein rotes Kuscheltier. Einen blauen Becher. Etwas Grünes brauchen wir auch, vielleicht eine Dose oder vielleicht habt ihr auch Socken. Wir nehmen zum Beispiel gelbe Socken und dann haben wir alles. Also vier Farben, rot, grün, blau und gelb. Bis gleich. Sportikus, bevor wir anfangen, wollen wir erstmal alle Kinder begrüßen, die uns zuschauen und mitmachen? Los geht's! Sport macht Spaß! Sport macht Spaß! Sport macht Spaß! Jetzt können wir starten! Ohren auf für das erste Spiel, was wir machen wollen. Was da lautet? Feuer, Wasser, Sturm. Ihr kennt es hoffentlich alle. Aber es gibt ein paar extra Regeln, die auf unser Obst und Gemüse zutreffen. Also, wir haben hier zum Beispiel die Tomate. Bei der Tomate machen wir uns ganz klein, wie eine Tomate. Seht ihr mich? So, dann haben wir einmal die Trinkflasche, die ganz lang ist. Da machen wir uns ganz groß. Etwa so, genau, Sportikus. So, dann haben wir die Banane. Die Banane ist ja krumm, wie ein Regenbogen zum Beispiel. Den kennt ihr bestimmt schon. Da machen wir das hier. Genau, sehr gut, Sportikus. Dann haben wir einmal den Wackelpudding. Könnt ihr es sehen? Ja? Okay, bei dem Wackelpudding wackeln wir mit allen Körperteilen ganz dahin und her. Jawohl, sehr gut. Und zum Schluss haben wir noch die Kirschen. Die Kirschen, die hängen an einem Zweig. Da machen wir die Beine breit und stellen uns so hin. Genau, perfekt. So, und jetzt kann es auch schon losgehen. Wir rennen vorwärts durch unser Zimmer. Kirsche. Und wir rennen vorwärts weiter. Trinkflasche. Jetzt rennen wir rückwärts. Wackelpudding. Noch eine Runde rückwärts. Tomate. Jetzt kleben wir die Füße zusammen und springen vorwärts.
Banane. Noch eine Runde vorwärts springen. Trinkflasche. Jetzt rennen wir seitwärts. Noch einmal seitwärts. Tomate. Jetzt wollen wir von einem Bein auf das andere vorwärts springen. Banane. Puh, Sportikus, das war ganz schön anstrengend. Ein Glück haben wir unsere Trinkflasche dabei und können jetzt was trinken. Wenn ihr auch was trinken wollt, drückt doch einfach kurz auf Pause und holt euch was. In unserem nächsten Spiel wollen wir einen Obstsalat machen. Dafür braucht ihr euren roten, euren blauen, euren gelben und euren grünen Gegenstand. Die verteilen wir gleich in unserem Zimmer. Rot, wie zum Beispiel eine Erdbeere oder Kirschen oder Himbeeren. Blau, wie zum Beispiel Pflaumen oder Weintrauben. Oder gelb, Bananen, Äpfel oder Zitronen. Und grüne Gegenstände. Kann auch ein Apfel sein oder Weintrauben oder Kiwi. Lasst uns beginnen. Wir rennen vorwärts durch unser Zimmer um alle Gegenstände drumherum. Pflaume. Die ist blau. Wir rennen vorwärts weiter. Banane. Die ist gelb. Wir rennen wieder weiter. Himbeere. Jetzt versuchen wir, rückwärts zu rennen. Seid vorsichtig. We'll be right back.
Apfel. Der kann grün sein. Weiter geht's rückwärts. Kirsche. Die Kirschen sind rot. Eine Runde rückwärts. Heidelbeere. Heidelbeeren sind blau. Jetzt wollen wir seitwärts laufen. Kiwi. Eine aufgeschnittene Kiwi ist grün. Noch einmal seitwärts. Zitrone. Die Zitrone ist sauer und gelb. Letzte Runde seitwärts. Die sind rot. Spottikus, ich würde jetzt gerne etwas Leckeres zum Mittag machen. Ich sehe, du hast auch Hunger. Lasst uns doch zusammen Nudeln mit Tomatensauce kochen. Wir zeigen euch alles vor und ihr könnt gleich mitmachen. Zuerst brauchen wir einen großen Topf für die Nudeln. Den stellen wir auf den Herd und machen diesen an. Ah, Spottikus, ich habe ganz und gar den Käse vergessen. Könntest du den für uns holen? Ja? Oh, vielen Dank. Und wir machen derweil weiter. In den Topf kommt ganz viel Wasser und etwas Salz. Jetzt noch der Deckel drauf. Perfekt. Auf der anderen Seite stellen wir einen kleineren Topf für die Tomatensauce auf und machen auch dort den Herd an. Dort hinein kommen ganz viele Tomaten. Doch Achtung, unser Wasser im großen Topf fängt langsam an zu kochen. Wir müssen erst einmal den Herd etwas runterdrehen und den Deckel abnehmen, damit das Wasser nicht überkocht. Wir legen die Nudeln in den Topf und müssen warten, bis die Nudeln und die Tomatensauce fertig sind. Zwischendurch können wir die Tomatensauce mal umrühren. Perfekt. Und jetzt sind unsere Nudeln auch schon fertig und ganz weich. Jetzt kommen die weichen Nudeln und die Tomatensauce auf einen Teller. So, wo bleibt denn der Käse? Spottikus, da bist du ja. Perfekt. Den Käse darf man natürlich auch nicht vergessen. Den verteilen wir nun auf unserem Nudelteller. Sehr gut. So, und jetzt heißt es schmecken lassen. Puh, Spottikus. Jetzt bin ich aber satt. So, abschließend machen wir jetzt ein wenig Dehnung. Und ihr könnt die Dehnung ruhig einen kleinen Moment halten. Und zwar machen wir das in Form eines Spieles. Wir gehen einkaufen. Macht ihr mit? Dazu setz dich mal bitte in den Gretschsitz. Achte darauf, die Knie schauen zur Decke. Die Beine sind ganz lang, die Füße schön spitz. Der Rücken bleibt gerade. Stell dir die Wand im Rücken vor. Und nun geht's los. Wir gehen in den Supermarkt und wollen Milch, Brot, Äpfel, Karotten und Käse einkaufen. Die Milch gibt es ganz oben im Regal. Dafür streck deine Arme zur Decke aus und mach den Rücken ganz lang. Wir legen sie
in den Einkaufskorb. Nach vorne zwischen die Beine am Boden ablegen. Weiter geht's. Das Brot ist ganz weit hinten im Regal. Wir schließen die Hände hinter dem Körper und strecken die Arme nach oben. Wir legen es auch in den Einkaufskorb. Halte einen Moment. Und weiter geht's. Als nächstes sind die Äpfel dran. Die gibt es ganz rechts im Regal. Mit den Händen zur rechten Fuß. Mach dich lang im Rücken. Wir legen sie in den Einkaufskorb. Als nächstes brauchen wir noch Karotten. Die gibt es ganz links im Regal. Wir legen sie wieder in den Einkaufskorb. Weiter geht's, wir brauchen noch Käse. Der Käse liegt ganz weit vorn im Regal. Streck dich lang nach vorne dabei. Und noch ein Stückchen länger machen, weil wir legen sie wieder in den Einkaufskorb. Und zum Schluss schließen wir den Einkaufskorb. Wir legen, also Beinchen schließen, wir legen alles auf das Band. Milch, Brot, Äpfel, Karotten und zu guter Letzt den Käse. Alles zusammen kostet 9 Euro. Wir geben das Geld der Kassiererin. Nach vorn zu den Zehenspitzen noch mal ganz lang machen. Wir haben den Einkauf geschafft. Ihr dürft oder du darfst deine Beine ganz kräftig lockern und ausschütteln. Und mit dem Sportikus abklatschen. Gut. Das war's für heute. Wir hoffen, euch hat der Obstsalat gut geschmeckt und dass es euch auch insgesamt gut gefallen hat. Wir verabschieden uns mit Sport macht Spaß! Tschüss!